Weiter geht's hier bei Star Trek Voyager. Nicht Voyager, sondern einfach bloß Star Trek Elite Force 2. Wir haben erfolgreich geschafft, die Enterprise zu verteidigen. Jetzt sind wir hier auf der Atrexianischen Kolonie, nicht Station, und müssen ihr helfen. Und guck mal, was wir da vorne haben. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Wir brauchen Energie für diese Tür. Ist nicht scannen? Die Atrexianer haben ein Sicherheitssystem aktiviert. Wie öffnen wir die Tür? Es gibt eine weitere Kontrollkonsole im Landeturm. Wir müssen gleichzeitig beide Konsolen auslösen. Gut, dann laufen wir da jetzt mal hin. Der Kontrollturm ist hier. Und dann lösen wir mal die Konsolen aus, ne? Deaktiviere das Sicherheitssystem. Die Tür ist funktionsbereit. Okay, Achtung. Gegner. Wissen, dass sie uns nicht in der Schlacht besiegen können. Er könnte nur in Scharen über uns herfallen. Ja, so ungefähr, Corbin. Ey! Danke, Jungs. Mädels! Uah. Gut, den Sprung haben wir gemeistert. Ich glaube, hier unten gab es irgendwas. Weil es gab hier eine Leiter. Und da konnte man runterklettern. Kann natürlich auch sein, dass das für solche Tollpatsche wie mich ist. Dass, wenn man da runterklatscht, dann man hier irgendwo noch hier hochlaufen kann. Wow! Oh! 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 Wie ihr seht, ich klatsche sogar gerne mal von Dings runter. Von. Ja, ihr wisst schon. Vorsicht! Was? Von Leiter. Jetzt. Ich kann jetzt gerade nicht auf das Wort Leiter, WTF. So, die Tür ist natürlich geschlossen, deswegen habe ich da oben schon die Röhre aufgeschlossen. Die Tür hat eine Fehlfunktion. Die Ingenieurskunst der Atrexianer ist nicht gerade beeindruckend. Sie könnten von den Klingonen lernen. Wirklich? Dann muss es schlecht um sie bestellt sein. Tja. Meine Scans zeigen, dass die Kontrollkonsole hinter dieser Tür sind. Chang, halten Sie diesen Bereich gesichert, während ich vorausgehe. Alles klar. So. Das konnte man hier unten aufschießen. Dann haben wir hier eine Energiezelle bekommen. Eine hydrylische. Für unser, jetzt wird es sehr lustig, atrexianisches Gewehr. So viel zu, wo kommt die Technologie her. Und da unten haben wir auch schon unseren allerersten neuen Ektomorphen-Freund. Das heißt allerersten neuen. Boah. Wäscher und den Typen da oben. Ich mach da uns erstmal den da. Boah. Das ist ja hier brutal. Dieses Flugvieh da oben. Das sieht doch aus wie so ein Flugvieh. Auf jeden Fall sind Exomorphe eklig, aber diese Flugviecher, die werden uns jetzt sehr, sehr oft begegnen und die sind wirklich irre nervend. Gut, das haben wir erledigt. Ich glaube, hier gab es was. Na gut, dann erst später. Dem bin ich jetzt einfach bloß todesmutig drauf zugelaufen. Kann das sein? Der hat es nicht geschafft. Alles klar. Aha, da können wir also auch nichts machen. Ich glaube, es sind zwei Geheimnisse. Na, mal sehen. Gucken wir hier mal weiter. Ui. Großer Torpedo im Anflug, ja? Schon wieder ein Basher. Ist da was? Ich glaube. Ich hab mal Bock auf das Geil. Oh, oh, oder auch nicht. Oh, das hat mir jetzt dolle Damage gemacht. Aua. So, Flugvieh auf der Seite hier, glaube ich. Ne, auf der hier. Das ist nicht. Der ist noch kein Flugvieh, aber es sieht einfach aus, als hätte es Flügel. Mini-Exomorph auf der Seite. Kam er aus der Mülltonne gesprungen. Ja, da ist auch nochmal Waffenenergie. Wir haben doch jetzt bestimmt auch wieder, ja, wir haben auch wieder den Bogenwerfer, alles klar. Hallo. Schicksal sei Dank. Wir sind gefangen, mein Kollege ist verletzt. Ich komme mit Hilfe zurück. Bitte beeilen Sie sich. Ja, ja, machen wir, machen wir, machen wir. Lass nicht zufällig leben bei dir. Oh! Es ist doch gerade eine verdammte Hey, Dude. Dem Schicksal sei Dank. Sie greifen uns seit drei Tagen an.
Haben Sie eine Armee? Das könnte man so sagen, aber ich brauche einen atrexianischen Ingenieur, der mir die Tore zur Stadt öffnet. Ich bin Techniker. Vielleicht könnte ich... Kommen Sie. Ja, komm mit, Dude. Samus ist ein Problem. Ich habe bloß noch 24 Leben. Und jetzt müssen wir schon wieder den Techniker verteidigen. Den müssen wir verteidigen. Och nee, ich bin wieder ein Basher. Ja, ja, Basher. Verreck doch einfach bloß. Die Basher, die kommen jetzt auch ziemlich auf. Na gut, die kleinen nehme ich. Und den kann ich mich verteidigen. Oh, Alter, jetzt muss ich echt aufpassen. Wo sind hier verdammt noch mein Leben? Muss ich gleich echt zurücklaufen? Gut, jetzt haben wir hier aber Ruhe. Hier? Nee, gut. Okay. Auf drei aktivieren Sie die Sicherheitskonsole. Bereit? 1, 2, 3. Konsole aktivieren. Gut. Vorsicht! Endlich eine Herausforderung. Mit mehr Leben würde ich die auch gerne annehmen. Eine Herausforderung für dich, Corbin? Echt? Die kleinen? Ah, jetzt ist sie offen. Oh, ein Panzer. Da geht's mir schon mal ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz. Oh, gut. Wir haben nochmal volles Leben. Boah, jetzt bin ich beruhigt. Tja. Ich bin wirklich beruhigt, aber jetzt lebe ich etwas ruhiger. Und ich glaube, hier können wir auch nochmal rein. Okay, gut, dann weiß ich nicht mehr, wo das war. Ja. Dann weiß ich's nicht. Gut. Dann helfen wir jetzt mal dem Atrexianer hier drüben. Und dann... Atrexianer. Ja, guck mal an, Grand Juro. Verhandle mal die Tante da unten auf dem Boden. Halten Sie still. Sie griffen uns vor 2 Tagen, 2 Stunden vor Sonnenaufgang an. Die erste Welle hat uns völlig überrascht. Es war ein Massaker. Erst haben sie unsere Sicherheitskräfte ausgeschaltet. Dann hatten sie es mit dem Rest von uns ziemlich einfach. Als die dritte Welle gestern zuschlug, öffnete eine Gruppe Wissenschaftler die Kanalisation der Stadt. Sie führten Hunderte dort unten in Sicherheit. Wo ist der Eingang zur Kanalisation? Ich werde sie dorthin führen. Ah, da unten wird es ja wirklich toll riechen, ne? Okay. Na, dann führe uns mal. Ja. Bin hinter dir. Gleich nicht mehr. Sie sind hier in die Kanalisationssubstation gegangen. Aufgrund der seismischen Aktivität ist die Kanalisation verstärkt worden. Gut, dann sind Sie so lange sicher, bis wir Sie erreichen können. Und weiter. Ich bin direkt hinter Ihnen. Es wird schwierig, Sie zu finden. Die Kanalisation führt durch die ganze Stadt. Aber zumindest können uns diese Kreaturen nicht finden. Ich verstehe das jetzt nicht. Warum sind die anderen jetzt einfach abgehauen? Weil mein Bro gesagt hat, ich bin direkt hinter ihnen. Das ist doch eigentlich auffällig, dass das eine schlechte Idee ist, oder? Ach, keine Ahnung. Großes Problem, direkt voraus. So. Sagen wir Hallo zu unserem neuen Gegner. Dem Vierbein. Fängt er hier schon toll an. Aua. Ah, es war zu cool. Wow, ja. Du machst nicht deinen Mega-Angriff, mein Freund. Doch, warte. Warte. Wow. Tja, das war das Vierbein. So. Jetzt sind wir wieder alleine unterwegs. Und... ich kann mich erinnern, das ist ein großer Kritikpunkt an dem Spiel, dass man hier so oft alleine unterwegs ist. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich da mal ein Video drüber mache, weil ich habe so eine Vermutung, warum man hier ständig alleine ist. Ich habe da so eine Vermutung. Gut, die Tür geht nicht auf.
Ich weiß, dass das Ding da runtergeschossen werden muss, aber ich suche eigentlich doch mal ein Geheimnis. Aber okay. Das Ding runterschießen. Na dann, ab in die Kanalisation. Kanalisation. Wir müssen irgendwie zusammenkommen. Ach, sag bloß. Müssen wir das, ja? Okay. Ich hab mich erwartet. Hier war nicht der Durchgang. Es gibt hier nachher einen Durchbruch. Nee, hier nicht. Es gibt ja nachher einen Durchbruch von diesen kleinen Viechern. Auf dem müssen wir gleich mal besonders aufpassen, weil da ist noch mal ein Geheimnis. Ich weiß nicht, ob das ein Schiffsgeheimnis war oder ein größeres. Das heißt größeres. Schiffsgeheimnisse sind ja eigentlich größere Geheimnisse. Geheimnisse. Boah, jetzt gib doch endlich auf. So, da oben haben wir... Ach so, richtig. Den da können wir ganz getrost erstmal kurz ignorieren. Hier ist zwar auch nicht der Durchbruch. Sie könnten überall sein. Wenn sie hier unten sind, finden wir sie. Ich glaube hier, ne? Ja. Nee, nicht. Es gab hier doch einen Durchbruch, da konnte man dann durchklettern. Dahin, genau das, da wollte ich hin. Na, mal sehen. Gucken wir erstmal hier weiter. Ah, seht das da oben? Fies eliminiert. Jetzt holen wir uns mal den Großen nach. So, den hat es da hingerafft. Hier ist er. Hä? Doch, das ist doch nicht das Aufspringen. Das ist einfach was zum Teufel. Ah ja, gut. Beruhig dich, komm runter, du bist jetzt eh Geschichte. Okay. So, jetzt können wir nämlich hier hinten Versteck gefunden, einmal drumherum laufen. Unten ist auch noch eine Kiste. Ah, diese Kisten, die könnte man auch aktivieren für irgendwas. Auch für irgendein Schiff oder so hier, diese klingonischen. Ah. Achso, halt, geht klar. Only four more left. Ach, ja, richtig. Ich erinnere mich wieder. Ich erinnere mich wieder. Das war ja so eine Art Mini-Boss. Stimmt, ja. Jetzt erinnere ich mich da ganz, ganz doll schwach. Oh ja, gleich zwei von euch Flügelfiechern hier oder was. Wie auch immer ihr heißt. So, es hat sich ausgeflügelt. Das Ding. Achso, halt dort mal hier so. Hä? Was gibt's doch da? Manu, tut mir einen Gefallen, geh da rein. Danke. So, das haben wir, das haben wir. Dann können wir das jetzt hier... Ich dachte modulieren. Na gut, dann aktivieren wir es halt. Wenn's das Spiel so verlangt, dann tun wir das. Das da... Naja, das nicht. So, hier. Ja. Müsste funktionieren. Hoffe ich zumindest mal. Oh. Ach so, richtig. So rum war das. Okay. Das ist mal ein bisschen komplizierter hier. Was über... Ach so, ja. Das übersehe ich. Genau. Komische Energieleitung. Was? Einer fehlt. Ah, ja. Ich sehe. So. Energie wiederhergestellt. Energie ist also wiederhergestellt. Und zwar für die Ventilatoren. Sonst
deswegen habe ich gesagt, dass die Vieh da oben interessiert uns nicht, weil... Okay, da bricht es zusammen. So, jetzt wird das nämlich da oben einfach zerflattert. Ja, ja, Dude. Stirb, danke. So, jetzt gehen wir hier rein. Hier kannst du, glaube ich, leben, ne? Ja, hier. Oh, das ist gut zu wissen. Ja, damit. Gut, hier können wir uns jetzt frei bewegen, weil wir die anderen Flügelviecher schon gekillt haben. Das Tor, das machen wir jetzt auf. Dann gucken wir da jetzt wieder hinter. Aber ich brauche doch erstmal eine andere Waffe. Weil meine ist schon ziemlich leer. Und der Bogenwerfer, ja, der ist ja mal einigermaßen gegen die Dinger, ne? Einmal hier. Oh, hallo. Ja, ich muss das bedingt angesprungen werden. Gut. Oh, schon wieder irgendein großer Krieg. Alter, was? Ich hab doch eben einen großen Angriff auf dich gemacht. Kipp auch um, wenn ich einen großen Angriff auf dich mache. So. Was haben wir hier hinten? Ah, noch. Oh ja, Muni. Muni ist gut. Ja, wusste ich's doch. Und noch eine Kiste. Hä? Oh, scheiße! Ich wollte gerade sagen, warum komme ich da nicht raus? Ja, deswegen. Hallo. So, hier aber nicht aufpassen. Only 3 more left. Okay. Gut. So, das haben wir schon mitgenommen. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Schausen.